So, ich versuche gerade mit verschiedenen Empfängern RTTY zu dekodieren mit dem Tonotheta 777. Und auf dem Palm halt. Das geht mit den unterschiedlichen Empfängern unterschiedlich gut oder schlecht, je nachdem, in welche Richtung man das sehen möchte. Und das hier ist jetzt der AOR 8600DX oder MK2. Mit dem geht es grundsätzlich ja, aber es hat eine Weile gedauert, weil er hat erst den Code für ASCII gehalten. Dann leuchtet hier die obere Lampe auf. Dann hat er versucht, das mit 222 Baud zu dekodieren. Da kam natürlich nur Blödsinn raus. Also ich brauchte drei Anläufe, bis er das geschafft hatte. Ich habe dann die Frequenz ein bisschen hoch und runter korrigiert. Und das führt halt dann zu verschiedenen Ergebnissen. Da muss man halt ausprobieren. Zum Beispiel der Telefunken E863. Der stand kürzlich noch hier. Der ging fast überhaupt nicht. Also das hat mich überrascht. Ich dachte, der wäre besonders präzise. Aber das war also fast gar nicht möglich. Mit dem Lowe, den habe ich jetzt hier gerade nicht stehen, ging es auch gut. Mit dem Jesu war es auch ziemlich tüftelig. Ich kann es ja direkt mal vorführen. Ja, da habe ich jetzt Glück gehabt, glaube ich. Nee, man sieht schon, also er dekodiert jetzt irgendeinen Quatsch. Es ist ja auch mit dem nicht so leicht einzustellen, weil die Frequenzanzeige nicht so genau ist. Also ich muss es schaffen, halt diese ganze Breite hier auszufüllen. Die Bandbreite stelle ich vorher ein. Das ist ja hier ganz das Wenigste, was er kann. Jetzt müsste er eigentlich richtig dekodieren, aber er tut es trotzdem. Jetzt verstelle ich mal die Frequenz. Also grundsätzlich muss er auf LSB stehen für den Tono. Ah, jetzt hat er es. Jetzt dekodiert er richtig. Also man kann sagen, mit dem Jesu geht es recht gut. Nicht ganz so komfortabel wie mit dem ICOM, weil hier habe ich natürlich eine viel genauere Frequenzanzeige und das Gerät ist auch an sich sehr stabil. Ist auch sehr frequenzstabil. Ja, wunderbar, das funktioniert also auch. Jo.